NRW Deluxe. NRW Deluxe. Natalia und Michelle machen sich startklar und ziehen sich ihre Schlittschuhe an. Gleich geht's in die Eisdisco. Vorher muss natürlich noch etwas geplaudert werden. Beide sind Stammbesucher der Eishalle. Weil wir Spaß haben wollen und wir finden das eigentlich ganz lustig, mit Freunden hier abzuhängen. Macht's auch Spaß? Ja. Was macht daran Spaß, frage ich dich mal? Ja, das Laufen, Freunde sehen, einfach alles. Wie lange bleibt ihr hier? Bis 8 Uhr, bis 1 Uhr. Ja, und dann gehen wir nach Hause. Auch Freund Tom ist heute wie fast immer mit dabei. Die drei Freunde machen sich jetzt auf den Weg zur Eisfläche. Bis dahin wird noch etwas getratscht. Die Eisfläche ist samstags zur Eisdisco meistens ziemlich voll. Eher ein Treffpunkt für Jugendliche. Freund Tom guckt heute nur zu. Der Blick aufs Eis tut schon etwas weh. Wie gerne würde er jetzt auch laufen? Ich weiß nicht, dass irgendwie diesen Wind ins Gesicht bekommen, das einfach ohne Anstrengung viel zu schaffen, also weit zu laufen. Wie viele Freunde von dir sind heute hier? Mehr als die Hälfte, auf jeden Fall. Warum läufst du heute nicht? Weil meine Rippe ist geprellt und es geht irgendwie nicht. Aber bald wird er es sicher wieder ausnutzen. Währenddessen sieht er Natalia und Michelle beim Laufen zu. Kurz vor Ende sind beide noch nicht erschöpft und könnten noch lange weiterlaufen. Wie viele habt ihr getroffen? Viele. Viele. Aus Bekanntenkreisen, Schule oder? Ja, Schule. SVZ. Ja. Und was freut ihr euch jetzt noch? Auf Freunde. Ja, auf Eislaufen. Ja. Wie erschöpft seid ihr heute Abend? Gar nicht. Gar nicht. Kurz nach der Halbzeitpause sind alle Feuer und Flamme. Am Rand zünden Hallenleiter ein Feuerwerk. Sabine Groß verteilt Luftballons, in denen Freikarten stecken. Und für Michelle und Natalia ist ein Ende noch lange nicht in Sicht.